for the wild. Kurz Schluck nehmen hier. Ja, schade, dass man natürlich das erste Game gleich verliert, aber ist jetzt live. Malfurion versus Uther. Gegen Paladin. I must protect the wild. Den Golem behalte ich mal. Ist ein schöner Dreier drauf. Dreckklau und ins Gesicht. Ja, Klau ist aber okay. Ist auch okay. Wenn er jetzt einen 3-2er-Diener spielt, ziehe ich mit Klau weg. Kann nächste Runde Golem oder Worgen spielen. Okay, dann spiele ich den. Demolisher. Ja, den nehme ich runter. Frage ist, ob ich eine Claw ziehe, dann könnte ich nämlich noch den Raptor spielen. Weihe kann er noch nicht spielen. Und die sind alle gegen Weihe geschützt. Ja, das ist okay. War ein leichter Overkill, aber ich denke, das war okay. Ghoul. Ich denke, ich spiele den Worgen. Kann er ja gerne mal mit der Weihe probieren jetzt. Und er sollte was mit 3 Angriff legen. Das ist halt der Vorteil jetzt am Worgen gegenüber dem Golem. Kann natürlich auch einfach einen Hammer werfen, wenn er will. Twilight Drake, war nicht schlecht. Den kriege ich erstmal so nicht runter. Also ich könnte mit beiden reinrennen, aber sehe ich jetzt gar nicht ein. Nächste Runde Sunwalker. Da kommt der Hammer. Nicht schlecht da von ihm. Ich glaube, ich nehme ihn runter. Könnte jetzt Sunwalker spielen, aber... Hm.
würde ich eigentlich lieber gerne in der nächsten Runde spielen. Oder ich spiele den, der hat zumindest 3 Attack. Oder ich spiele den Sunwalker. Schwierig gerade. Nein, ich spiele den. Ogre, okay. Somit habe ich gleich 2 Karten mehr zur Auswahl. Jetzt Ogre und gleich noch eine. Ich könnte den zum Charger machen. New Ability und hiervon einen rein, den reinrennen lassen und den da. Ja. Richtige Agro-Plays hier. Aber ich will einfach nichts von ihm stehen lassen. Gerade beim Paladin. Da kommt der Buff, da kommt das Divine Shield und etc. Mach so ein Ding. Und wenn den jetzt Kings gibt. Okay. Ich könnte den nochmal nehmen mit beiden reinrennen. Oder nochmal mit Hero. Ja, ich mach das so. Na, wenn er jetzt eine Weihe spielt, zieh ich lieber den. Weiß jetzt okay. Kann ich noch mit leben. Squire, attend me. Ready, sir. Locked and loaded. Ach, davon hat er noch einen, deswegen hat er das gemacht. Ja, dann spiele ich den Taunter. Truth is my shield. Frage ist, ob ich jetzt noch beide runternehme. Also eine Weihe hat er nicht, denke ich. Ich nehme trotzdem beide noch runter, damit der da mit reinrennen muss. Ja, hat er nicht. Das ist Blessing. Er greift gar nicht an. Okay. Dire Wolf Alpha können wir hier zwischenhauen. Dann haut der den weg. Der hat dann 5. Könnte danach einfach ins Gesicht gehen. Warum soll ich mir jetzt einen Stress machen? Ich spiele noch Ogre aus. Ja. Eine Weihe würde nicht viel ändern am Ergebnis. Ein Secret. Ein Armobot. Ich denke mal, es wird Get Down oder sowas sein. iPhone I oder was weiß ich. Well played. Well played.
Ach, das ist nur zu einem Minion, okay. Ja, das können wir auch easy für uns entscheiden. Hat aber auch komische Karten gehabt, muss ich sagen. Was er da alle so gewählt hat. Ah, das ist oft so, dass man, gerade so wenn man erst 0, 1, 2, 3, 4, 5 Wins hat, dass dann leichtere Gegner kommen, beziehungsweise Gegner, die sich noch nicht so auskennen. Gerade jetzt in der Open Beta, denke ich mal, fangen viele Leute an zu spielen. Zum ersten Mal gegen die Arena. Er ging mir ja nicht anders. Ja, die Starthand gefällt mir gut. My greetings. Well met. Well met. Frage ist, ob ich jetzt... Nein, ich coin nicht. Ah, wieso hat die 3 HP? Naja, spielen wir jetzt unseren Walk. Sonst hätte ich den mit Claw runtergenommen, den Diener, und hätte Power to White gespielt, aber so ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt weiß er auch nicht so recht, was er machen soll. Wahrscheinlich kann das nicht verhindern, dass man in Enrage geht. Ja, so sieht's aus. Das ist sehr gut. Den werde ich natürlich jetzt runternehmen. Also, zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt mit Claw und Hero Ability den runternehmen und hier enragen. Dann hat er nur 1 HP verloren, statt 2. Ich brauche auf jeden Fall meine Höhe-Ability. Und Diener kann ich sowieso nicht mehr spielen. Aber jetzt extra einen Claw rauszuhauen, nur damit der ein HP mehr hat, ist auch nicht so viel sinnvoll. Eine Karte für ein HP. Das ist vielleicht dann doch zu viel des Guten. Nochmal Magnus Wild. Das haut dann schon ordentlich rein. Leider wird er dann zum Taunter. Soll er ja nicht. Ich habe leider auch nichts anderes, was taunten kann. Natürlich mit Dire Wolf Alpha, Magnus Wild. Und dann. Ah, das würde reinhauen. Aber ich will, dass er noch so lange steht wie möglich. Ah, jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, beide runternehmen. Ich kann nicht beide runternehmen. Also ich kann einen runternehmen und den anderen schaffe ich, wie gesagt, nicht. Oder ich gebe ihnen hier jetzt Mark of the Wild. Dann könnte der überleben, wenn der nicht gebufft wird. Aber ich ziehe ihn direkt jetzt weg. Ja, sonst bufft er den noch. Oh, oh, oh. 6-2er Raging Worm. Vielleicht überlebt er nochmal, dann spiele ich noch den Dire Wolf Alpha. Power of the Wild. Und hat er 8, dann haue ich mit dem 16 rein. Oder ich gebe ihn einfach hier 2. Ja, dann schaffe ich aber nicht mehr, die zu geben. Ah, ich brauche noch einen Innovate. Okay, jetzt haut dann weg.
Ah, war schon lustig mit dem Borgen. Habe ich viel Trubel veranstaltet. Ja, okay, dann muss ich... Beinen auslegen, einen wieder rausnehmen. Aber leider kein Us. Nur sonst irgendwas. Squire, attending. Ready, sir. Will ich beide runterkriegen? Ja, er wird ja wohl mit seinem True Silver noch angreifen jetzt, oder? Ins Gesicht? Tatsächlich? Gefällt mir sogar am besten. Die 4 HP. Okay. Den Wild Pyromancer lässt sich auch ein bisschen spielen. Aber ich glaube, ich setze den hier zwischen. Zieh Claw, hau den weg. Dann habe ich noch 3 Mana. Dann könnte ich den immer noch spielen. Ich will nicht, dass der... Ah, das machen wir so. Weihe hat? Hat er eine Weihe? Nein, ich glaube nicht, sonst hätte er die schon für den Worgen gespielt. Ach, jetzt habe ich den da gespielt. Ach, fail. Entweder hat er die Weihe gezogen, aber er hat sie nicht. Ich glaube nicht. Er hat die Weihe mit Sicherheit für den Worgen gezogen. Na, was ist denn hier mit der Ingame-Musik los? Funktioniert nicht. Ah, es ärgert mich gerade, dass ich die nicht da angespielt habe. Ja, er hat keine Weihe. Wusste ich's doch. Weil für diesen 6 Zweier Worgen kann man schon mal eine Weihe ziehen. Oder was war das vorher? Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Also ich würde ihn runterkriegen mit Claw und Bess, aber das wäre zu viel des Guten. Ich denke, ich nehme den Dwarf. Ja, und jetzt die Hero Ability, hau den damit weg. Dann habe ich noch... Ja, das mache ich. Ja, das ist sehr gut. Gleich Reckless Rocketeer plus Claw. Eigentlich hat er schon verloren. Ah, die Musik ist wieder da. Let me think. Ready to ride. Okay. Das ändert nichts. Ein Taunter oder eine Heilung. Alles andere ist dein Tod. Wird ihm nicht viel bringen, noch 3 Mana.
Kommt jetzt noch der Taunt? Nein. Reicht sogar mit dem. Claw, New Ability. Hätte ich auch noch, wenn nochmal 3 Schaden mehr gewesen. Okay. 3 Siege jetzt in Folge. Hoffen wir mal, dass die Strähne nicht reißt.